Anna Mundt ist unsere Korrespondentin in London. Anna, wir haben es gerade gehört, Charles und Camilla sind jetzt angekommen in der Westminster Abbey. Wir haben die Bilder ja auch schon gesehen. Die Kutsche mit dem Königspaar, die ist an den vielen tausend Zuschauern vorbeigefahren, auch an euch. Ein einzigartiger Moment. Moment, wie nehmen Sie denn die Stimmung an der Strecke wahr? Also es ist definitiv eine Stimmung angespannter Aufregung. Das konnte man auch eben sehr gut spüren, als die Kutsche hier an uns vorbeigegangen ist, vorbeigefahren ist natürlich. Da sind die Leute, alle haben sich ja rangedrängt an die Strecke, haben versucht, da irgendwie einen Blick auf den König zu erhaschen, ob auf Leitern oder vielleicht auch nur mit ihren Handys. Das war auf jeden Fall ein großer Moment. Jetzt gerade ist es ein kleines bisschen ruhiger geworden. Viele Menschen versuchen jetzt zu den Bildschirmen zu gehen, die ja in der ganzen Stadt stehen, um dort die Krönungsmesse zu verfolgen. Nun warten wir eben auf die Krönung. Die ist in knapp einer Stunde. Bevor wir über das sprechen, was da gleich passieren wird in der Westminster Abbey, wollen wir doch erstmal über das sprechen, was man auch an der Strecke erlebt hat. Denn die Begeisterung für die Krönung ist nicht bei allen gleich groß. Es gab ja Festnahmen von Demonstranten, die gegen die Monarchie protestierten. Was sind denn die Hauptkritikpunkte? Ja, das war meines Wissens vor allem diese Gruppe Republic. Die gibt es, sieht man jetzt schon seit einiger Zeit, bei jedem Auftritt eigentlich von Charles mit ihren gelben Schildern Not My King. Und denen geht es vor allem darum, dass sie sich eben wünschen, dass das Vereinigte Königreich keine Monarchie mehr ist, sondern lieber eine Republik wird. Und sie berichten auch in der jüngeren Vergangenheit immer wieder von Mitgliederzuwächsen und dass sie halt auch immer mehr Spenden bekommen. Allerdings muss man sagen, dass es nach wie vor immer noch eine verschwindend kleine Gruppe. Also durch diese Gruppe ist die Monarchie bestimmt nicht in Gefahr. Ja, und in der Westminster Abbey wird nun also die Krönung erwartet. Wie ist denn das Prozedere, das, was da gleich passieren wird? Genau, die Krönungsmesse, die ist ja ein 900 Jahre alter Ritus, also voller Details und voller Einzelheiten, um da mal ein paar Punkte zu nennen. Also ein wichtiger Moment ist relativ am Anfang der Krönungseid, den Charles ablegen wird. Das ist so eine Art Vertrag zwischen dem König und seinem Volk. Dann ist natürlich der zentrale Moment eigentlich und ein sehr intimer auch, die Salbung, die dann stattfindet. Da wird der Erzbischof dem König mit heiligem Öl ein Kreuz auf den Körper zeichnen, also auf Hände, Kopf und Herz. Und dann folgt natürlich die Krönung selbst, also der Moment, in dem Charles die Edwardskrone auf den Kopf bekommt. Das ist eine wahnsinnig alte und sehr schwere Krone aus dem 17. Jahrhundert. Und die hat auch nur einen einzigen Zweck, sie wird einfach nur bei Krönungen verwendet. Später wird dann noch Camilla gekrönt und es gibt noch eine Besonderheit, ein Gruß von Vertretern anderer Glauben. Ja, und wenn Sie die Krönung verfolgen wollen, das machen wir natürlich hier bei uns. Anna Mundt war das. Vielen Dank für den Moment.